Hallo Welt, da sind wir wieder hier, Gefangenen in einer Höhle, aus der wir entkommen wollen. Problem ist, wir haben uns den Weg nicht gemerkt. Ich habe keinen Schimmer, wie wir hier reingekommen sind. Aber hier gibt es so viele Sachen, Salz und so. Ich fürchte nur zu wenig Kohlenstoff. Ah, hier ist ein bisschen. Aber wir können es nicht einsammeln. Salz. Isovit. Da bekommen wir Salz also raus. Oh. Salz. Ach, wir werden noch was anderes suchen. Da werden wir noch unsere Plätze brauchen. Moment, wir standen doch dort irgendwo und ich sagte, wir wollen nur noch... Oh, Moment. Das nehmen wir aber alles mit Uran hier. Was ist das? Fianskit? Chlor und Sauerstoff bekommen wir daraus. Immerhin. Bortiit? Da bekommen wir also Ferritstaub. Den wir nicht mehr mitnehmen können. Und Uran daraus. Und was ist das da? Salz auch. Ja, da können wir uns eine schöne Salzsuppe draus kochen oder wir verkaufen das Zeug einfach. Ach, Chlor. Chlor haben wir, glaube ich. Ah ja, doch, können wir auch mitnehmen. Das hier können wir mitnehmen. Uran, okay. Was kann das hier? Sauerstoff und Chlor, aber so ein großes Ding. Eigentlich brauchen wir ja nur dem freien Weg zu folgen, wenn wir hier raus wollen. Ganz geht, heißt es. Ach, Salz haben wir voll. Da gucken wir doch erstmal nach. Salz. Salz ist voll, ja. Da werden wir doch richtig reich. Wie reich? Wie teuer ist das? Ja. Nicht schlecht. Moment mal. Salz ist ja wertvoller als diese Eiweißperlen. Eigentlich nicht. Die Eiweißperlen sind schon sehr viel wertvoller. Aber wir können ja mehr tragen vom Salz. Da ist eins zwar nur 300, knapp 300 Units wert, aber so ein ganzer Stapel ist... 74.000. Fast 75.000 Units wert. Da, wenn wir drei Stapel hätten, dann hätten wir schon
ordentlich was. Das schaffen wir mit diesen Eiweißperlen nicht. Also Salz. Salz ist viel besser. Und wo war Chlor? Hier ist Chlor. Das ist sogar noch mehr wert. Chlor. Das ist jetzt schon fast 80.000. Wenn wir da einen Stapel voll haben, dann haben wir 100.000. Chlor. Chlor müssen wir abbauen. Wenn wir Units haben wollen. Ja gut, Uran geht so. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so günstig ist, aber... Chlor ist richtig 600 pro Einheit. Das ist richtig was wert. Ich höre die ganze Zeit höre ich hier gruselige Geräusche. Egal, wir nehmen Uran mit. Nochmal, wir nehmen das mit, damit wir unsere Krankenstation bauen können und ich weiß nicht mehr, wie viel wir dafür überhaupt brauchen. Kohlenstoff. Salz brauchen wir nicht mehr. Wir können also Chlor noch mitnehmen, ja, und Uran, toxischer Stoff. Ja gut, jetzt haben wir die Eier, die Perlen einmal und... Oh, 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 Uran. Und da können wir noch 4 Perlen also mitnehmen, ruhig. Schade mit dem Ferritstaub, das würde ich natürlich auch sehr gerne noch zusätzlich mitnehmen. So gefährlich der Planet ja auch ist, da hier alles verstrahlt ist an der Oberfläche. So schön ist es auch, hier die Sachen einzusammeln, die so wertvoll sind. Bisschen tiefer rein. Oh, leer. Unsere Spritze ist leer. Oh oh. War's das? Ist dann Platz frei geworden gerade? Dann sollten wir nämlich was anderes farmen. Ja. Dann sollten wir. Wo ist das? Moment. Wo ist es denn? Ja, das eben nicht. Da. Kohlenstoff. Ach, Natrium können wir auch schon nicht mehr mitnehmen. Ein bisschen Sauerstoff. Gut. Ja, Kohlenstoff ist jetzt gerade mal wichtig. Ach, hier ist der Kohlenstoff, die kleinen da. Oh, was war da? Ach, da.
Ieselit ist das Kobalt. Ja, Kobalt bekommen wir auch da auf dem Planeten, wo unsere Basis steht. Ja, ich weiß, Natrium geht auch nicht mehr, aber die Dinger sind ziemlich fies. Gucken. Oh, das geht ja hier ganz schön tief rein. Kohlenstoff. Hoffentlich finden wir den Weg raus wieder. Ich denke mal, das ist Uran, aber da ist kein Uran mehr. Ja, wir gehen wieder zurück. Egal, was wir da hinten verpassen, sonst haben wir gleich keinen Kohlenstoff mehr und das wäre auch nicht so gut. Uran, einen Stapel kriegen wir Dave mit, also gar kein Problem. Ja, schon leer. Habe ich nicht in der letzten Folge angekündigt? In der nächsten Folge werden wir den Weg nach draußen suchen. War wohl nichts. Was ist das? Sauerstoff. So, jetzt aber. Wo sind wir reingekommen? Hier? Eigentlich gehen wir ja immer links, aber ich war jetzt so überrascht, dass wir Salz. Wir haben Salz. Chlor können wir noch mitnehmen. Kohlenstoff und Sauerstoff. Ja, so abenteuerlustig hier reingestolpert und jetzt, wo geht's raus? Das könnte der Ausgang sein, ja. Ist zwar nicht viel geerntet, aber ich sehe diese feindlichen Sachen nicht, ja. Das hier ist, glaube ich, nicht der Ausgang. Ja, da unten ist auch noch so ein feindlicher Flora. Das wird der Ausgang sein, hoffe ich. Ja, das müsste richtig sein, weil hier überhaupt nichts steht, was feindlich ist. So, und jetzt? Was ist das? Immer noch nichts. Das Grüne auch nicht. Sieht aber voll so danach aus, als könnte man das. Kommt vielleicht noch. Oh nein. Oder? Kann das richtig sein? Von da oben sind wir runtergerutscht hier gerade. Oh nein.
nicht richtig sein. Ja. Da sind die Pflanzen. Hier waren wir. Also die Pflanzen mit den Perlen hier. Summende Eier. Hey. Jetzt echt? Da sind schon wieder welche drin? Oder? Nein, die summen noch nicht, die Eier hier. Die haben wir erst rausgeholt. Da ist nur noch Matsch drin jetzt. Okay, wenn wir es nicht einsammeln können, dann müssen wir es kaputt schießen. Das ist auch nicht so schön. Ja, brauchen wir also nicht weiter zu gucken. Aber der Weg ist schon mal der richtige. Sehr schön. Und da haben wir noch ein bisschen Uran. Ich glaube, Uran finden wir dann doch besser oben. Aber die Wächter sind ja schon alarmiert. Wow, nein. Die Maus. Das fehlt mir noch. Wir sind doch schon so orientierungslos ein wenig. Ah, das ganze rote Gras erinnert mich irgendwie an Krieg der Welten. Kobalt. Kobalt wäre... Nein, Kobalt. Chlor. Chlor wäre noch interessant. Hier sind wir... Ach, da ist der Ausgang. Oh, ich wollte schon sagen, hier sind wir doch niemals vorbeigekommen. Weil da die ganzen giftigen... Pflanzen noch sind. Aber gut, wir sind draußen. Oh. Wow. Geschafft. Naja, jetzt können wir ja ein bisschen was ernten. Ja, das ist natürlich auch toll. Wer die letzten Folgen nicht mitbekommen hat, der weiß nicht, dass wir einen gewissen Platz verlassen haben, damit wir da nicht alles abernten. Und deswegen habe ich gesagt, ja, jetzt können wir hier ein bisschen ernten. Da wollten wir nichts ernten, weil Prometheus doch gelandet ist dort. Und wir wollten es vermeiden, dass er nachher da steht. Wenn er nochmal wiederkommt, dass er dann da steht und keine Ressourcen mehr vorfindet, weil wir dort alles im Umkreis abgeerntet haben. Aber hier sind wir gerade ziemlich weit weg von dort. Was aber richtig wichtig ist, ist, dass wir unsere Raffinerie wiederfinden, unsere tragbare. Oh mein Gott, wir verstrahlen gerade. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Da haben wir uns sogar noch gesehen, wie wir reingebeamt wurden. Da war noch der Rest vom Helm draußen und wir waren schon mit den Augen drin. Ja, jetzt können wir doch mal gucken. Restsubstanz. Haben wir dann von nicht noch mehr, dass wir das stapeln können? Wir brauchen dringend wenigstens einen freien Platz. Oh, wir haben nur zwei davon. Drei bräuchten wir noch davon.
Und Kobalt? Und Kobalt, ja, finden wir bei uns auch. Das ist genau, da haben wir einen freien Platz jetzt endlich. Also von dieser Restsubstanz werden wir ja nicht sehr viel finden. Das hier war ein Blödsinn, dass wir das mitgenommen haben. Hier steht zwar, man kann fünf davon tragen, aber das hat bei uns nicht geklappt, fünf davon zu tragen. Ja gut, liebe Welt da draußen, wir haben es geschafft, wir haben unseren Gleiter wiedergefunden. In der nächsten Folge geht es weiter, dann suchen wir noch unsere tragbare Raffinerie. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.